Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Heute geht es um Themen, die sozusagen Dauerbrenner sind. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Wir reden über Fake News, über Journalisten, die Reportagen fälschen und über Worte in den Medien. Mein Gesprächspartner ist ein sehr erfahrener Berufskollege. Er hat mehrere Jahre in den USA gelebt und für diverse Schweizer Medien als Korrespondent aus Amerika berichtet. Später war er als Autor und Reporter für Blickgruppen auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Das letzte Jahr hat er ein Buch geschrieben, heute ist er auf Sofi gekommen, ins ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Recht herzlich willkommen, Peter Hossli. Grüß dich, Philipp. Freut mich sehr. Kann ich dein Gast sein? Wir reden jetzt zuerst mal über dein Buch, das du das letzte Jahr geschrieben hast, Peter. Das ist ein Memoirenbuch. Die erste Miete ging an die Mafia, was ich bin, Reporter. Andere schreiben dir in Memoiren mit 60, 70, du bist noch nicht mal 50 und hast schon deine Memoiren geschrieben. Warum ein Memoirenbuch? Ein Memoiren ist ja immer auch eine Bestandesaufnahme und vor allem ist ein Memoiren auch etwas, wo man anhand von einer eigenen Geschichte etwas erklären oder erzählen kann. Und ich wollte über den Journalismus schreiben und ich wollte vor allem ein Buch schreiben, wie man vielleicht den Journalismus könnte oder sollte machen. Und ich dachte, das mache ich am besten, indem ich einfach erzähle, wie ich arbeite, weil ich kann nicht viel anders. Du hast natürlich schon einen Volltreffer mit dem Titel. Es macht einem total gewundert. Ich meine, die erste Miete ging an die Mafia. Was hat es mit dem Titel auf sich? Ich habe mal in New York gewohnt, wie du vorher gesagt hast. Und ich bin gegen einen ehemaligen FBI-Agent interviewt in Las Vegas. Und der hat 6 Jahre im Untergrund gelebt mit einer Mafia-Familie. Und am Schluss hat er die ausgehoben. Die sind alle ins Gefängnis gekommen. Und er hat mich dann gefragt, wo ich eigentlich gewohnt habe. Und er hat gesagt, ja, dort beim Fischmarkt in New York. Und er hat gesagt, ja, wo genau? Und gesagt, ja, dort, wo das Café Paris drinnen ist. Und hat er gesagt, ja, in dem Kaffee hat er sich immer getroffen mit diesen Mafiosis. Und oben innen ist meine Wohnung. Und er hat gesagt, das Haus, wo ich quasi meine erste Wohnung hatte in New York, das hat er eine Mafia-Familie geholt. Und ich habe der jeden Monat 1450 Dollar Miete gezahlt. Okay. Du hast vorhin gesagt, das ist ein Buch über Journalismus und wie man den Journalismus könnte, leben und wie man. Ja, was das eigentlich bedeutet. Es sind etwa 30 Kapitel, das Panorama von deinem Berufsleben. Was war deine einschneidendste Erfahrung als Reporter? Das ist noch schwierig zu sagen, was die einschneidendste war, aber ich gehe eigentlich immer von Geschichte zu Geschichte und ich glaube, eine von den Geschichten, die mir am nächsten gegangen ist, ich bin mal auf Namibia gegangen, gehe eine Geschichte machen über eine Familie, einen Schweizer, der eine Frau aus Namibia geheiratet hat und dann ihre beiden Kinder sind ermordet worden, und zwar von einem Angestellten von dem Schweizer, vom Urs. Und ich bin dort hergegangen und ich habe mit der Familie geredet und ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten, was Eltern machen können, über den Tod für ein Kind zu reden. Und dort habe ich wahnsinnig viel gelernt, was es braucht, um Vertrauen zu gewinnen, um auch Leute quasi zu ermutigen, dass die mit mir reden. Und das ist für mich fast die wichtigste Geschichte, die ich je gemacht habe. Was wärst du eigentlich geworden, wenn du nicht Reporter geworden wärst? Dann wäre ich wahrscheinlich nichts geworden. Dann wäre ich jetzt auf dem Arbeitsamt. Ich kann mir nichts anders vorstellen, als Reporter zu sein. Das merkt man, wenn man das Buch liest. Ja, nein, das ist wirklich. Ich bin ja eigentlich nicht Reporter von Beruf, sondern das ist das, wo ich bin. Ich bin ein Reporter. Und das ist mir 24 Stunden am Tag, außer mir schläft. Wo du beim Sonntagsblick angehört hast, das schreibst du in deinem Buch, hat der damalige Chef Deutsche zu dir gesagt, ich kaufe deinen Kopf, nicht deinen Arsch. Gemeint hat er, nicht im Büro hocken, rausgehen, Leute treffen. Das war 2009, also etwa vor 10 Jahren. Lehren die jungen Journalisten heute überhaupt noch den Kern von dem Reporterhandwerk, rausgehen, Leute treffen, vor Ort recherchen? Ich glaube schon. Ich meine, an der Journalistenschule lehren sie es. Ich unterrichte unter anderem an der Journalistenschule hier in Zofingen von Ringier. Dort lehren sie es. Sie lehren es am Matz.
was ich glaube, was heute ein bisschen fehlt, ist, dass erfahrene Berufsleute den Jungen sagen, geht raus. Weil es ist einfach bequemer geworden, am Computer zu hocken und ins Internet zu schreiben, was man schon im Internet sieht. Und ich finde einfach, die Welt ist viel zu interessant, als dass man sie nur am Bildschirm anschaut. Sondern wenn man neu mit herkommt und beobachtet und schmeckt. Ich schmecke zum Beispiel auch immer. Ich habe mal in einem Interview jemanden gefragt, der auf dem Mond war, wie es auf dem Mond schmeckt. Und ich glaube, wenn man vor Ort ist, nimmt man einfach die Realität ganz anders wahr. Und wegen dem, finde ich, ist es wichtig, dass man dorthin geht. Und es ist auch wichtig, weil auf jeder Reise, die ich mache, sechs hierher kommen, nach Zofingen oder auf Amerika zu gehen, man findet immer wieder fünf neue Geschichten. Ist der Kostendruck, dass man am Bildschirm hockt, eine Ausrede? Oder sind ich halte ihn für eine Ausrede, weil ich finde, man muss nicht immer in ein Flugzeug steigen oder ein Auto mieten oder in einen Zug. Es macht manchmal auch gar keinen Sinn. Ich glaube, der Kostendruck ist schon grösser geworden, aber wenn man eine Geschichte gibt, die wirklich sehr gut ist, dann soll man das ausgeben. Ich merke einfach, dass Bequemlichkeit ein grösseres Problem ist als der Kostendruck. Reden wir vielleicht über die Medienlandschaft noch ein bisschen weitergefasst. Du hast 1994 angefangen als Journalist. Wie hat sich denn jetzt aus Reportersicht im letzten Vierteljahrhundert der Journalismus verändert? Wo hat er sich am meisten, am radikalsten also verändert? Ich glaube, die grundsätzlichen Sachen sind gleich geblieben. Nämlich, man muss eine gute Geschichte erzählen. Wir haben ja lange zusammengearbeitet, du und ich. Und du hast ja eigentlich immer etwas gesagt. Du hast gesagt, eigentlich müssen wir die mächtigen Leute, die müssen wir quasi anschauen und schauen, dass die irgendwie auch kontrollieren. Du hast schon mal gesagt, vielleicht müssen wir versuchen, einen Bundesrat zu stürzen, oder? Das ist quasi das höchste Wunsch. Also, das ist immer quasi die Aufgabe von uns Journalisten, dass wir die Mächtigen überprüfen. Dass wir gute Geschichten erzählen und dass wir die Worte erzählen. Ich glaube, das ist immer noch gleich geblieben. Was sich schon sehr verändert hat, ist Geschwindigkeit. Man ist sehr viel schneller und vor allem hebt die Geschichte sehr viel kürzer. Also ich weiss, du bist auch in Halifax gewesen, wo Swiss Air 111 abgestürzt ist. Und dort hatte ich eine Woche lang Zeit gehabt, für Facts eine Titelgeschichte zu schreiben nach dem Absturz. Das würde man heute nicht mehr machen. Eine Woche später noch eine Titelgeschichte, obwohl das so eine grosse Geschichte ist. Und ich denke, Geschwindigkeit hat enorm zugenommen. Und vielleicht das Letzte noch, es sind halt sehr viel mehr Kanäle. Also das Internet ist dazugekommen, wir machen Video, das hat früher nur Schweizer Fernsehen gemacht. Es gibt Social Media, das hat wahnsinnig zugenommen. Sind die Medien besser oder schlechter geworden? Ich bin der Meinung, sie sind besser geworden, weil man hat auch Zugang zu viel mehr Informationen. Ich meine, heute kann man Namen doppelchecken mit Google, man kann sehr schnell Fakten überprüfen. Ich glaube, sie sind viel besser geworden. In Deutschland hat der Fall Klaas-Relotius Schlagzeilen gemacht. Klaas-Relotius, hochdekorierter Spiegelreporter, Dutzende von Reportagen, Interviews gefälscht. Ich nehme an, die hast du gelesen und verfolgt. Ich bin ein ganz grosser Fan von Klaas-Relotius, muss ich sagen. Ich habe die Artikel tatsächlich alle gelesen. Ich habe die Reportage, die er gemacht hat, über eine Frau, die Gold bei Hinrichtungen besucht hat, ist für mich die beste Geschichte von 2018. Ich muss allerdings sagen, dass bis im fast letzten Interview, das er geführt hat mit einer 99-jährigen deutschen Frau, die in Amerika lebt, dort habe ich gedacht, da stimmt etwas nicht. Weil die hat so klar beschrieben, dass es ein ehemaliger Mitglied von der Weissen Rose, eine Anti-Hitler-Organisation. Die hat so klar beschrieben, wie die AfD aufmarschiert in Deutschland, lebt schon seit 70 Jahren in Amerika. Dort habe ich Zweifel gehabt, und das habe ich auch Kollegen gesagt. Und ich habe gedacht, etwas stimmt da nicht. Ist es ein Einzelfall oder auch symptomatisch für den Zustand von der Branche? Also ich glaube, die Art und Weise, wie der Klaas-Relotius gefälscht hat, das ist schon sehr extrem. Das ist schon ein Einzelfall. Wir haben in der Schweiz ein paar von diesen Fällen gehabt. Tom Kummer haben wir gehabt, Claude Bühler haben wir gehabt, der hat auch über 100 Artikel gefälscht. Also es gibt immer wieder Fälscher. Ich glaube, symptomatisch für die Branche ist, dass man teilweise aus ideologischen Gründen nur die Hälfte berichtet. Und das ist eben auch ein bisschen für mich der Grund, wieso das der Klaas-Relotius durchgekommen ist. Durch die Wahl von Donald Trump hat sich die Berichterstattung im Spiegel recht geändert. Also man ist ganz klar gegen den Trump gewesen. Und der Klaas-Relotius hat viel aus Amerika gemacht und der hat zum Teil die Trump-Wähler richtig als Karikaturen erfunden. Und dann hat einfach die Chefredaktion viel zu wenig hergeschaut. Und ich denke, das ist ein bisschen etwas, wo gilt,
in unseren Medien, dass man quasi aus ideologischen Gründen vielleicht nur die Hälfte berichtet oder immer quasi versucht, die eigene Meinung reinzubringen, Nachrichten und Meinungen viel zu wenig zu trennen. Das finde ich ein viel grösseres Problem als die Relotius, die es aber auch gibt in der Schweiz. Bist du überhaupt mal in der Versuchung gewesen, Fakten und Personen zu finden, unter dem Druck Geschichte zu liefern? Nie, überhaupt nie. Wirklich, das finde ich irgendwo, das ist wie ein Arzt, wo einen Eid geschworen hat, dass er versucht, einen Menschen zu retten. Also als Journalist tust du nichts erfinden. Und ich bin zum Beispiel auch immer sehr gerne mit Fotografen und Fotografinnen unterwegs, weil da tut man zusammen eine Geschichte arbeiten. Und wenn ich da etwas würde erfinden oder würde irgendwie ein Zitat erfinden oder eine Person, wie das der Relotius gemacht hat, dann würden mir die Fotografen natürlich sagen, hey, das ist gar nicht passiert. Bist du mit einem Faktenweglaufer, um vielleicht eine Geschichte irgendwie noch ein bisschen süffiger zu machen? Irgendetwas, das nicht in die Streamline reinpasst, ein Weglaufen? Das ist ja das viel kritisierte Storytelling. Oder dass man eine Geschichte möglichst unterhaltsam erzählen will. Das braucht einfach Aufwand. Dann muss man halt vielleicht noch einen Tag länger dort sein oder noch mehr hergehen. Also, mir hat mal ein sehr alter Journalist gesagt, schreiben sei eigentlich wie gehen einkaufen und dann tut man alles, was man gekauft hat, tut man auf dem Tisch auslegen und dann kocht man damit. Und es kommt einfach wirklich aufs Einkaufen drauf an. Und man muss einfach wirklich sehr, sehr gründlich einkaufen, damit man alles kann verwenden und letztlich müssen wirklich alle Zutaten dort reingehen. Und wenn man aus ideologischen Gründen etwas weglässt, dann hat man einen Fehler gemacht. Es kommt ja in der letzten Zeit fast schon epidemisch der Begriff Fake News auf und sehr viele Politiker werfen mit dem um sich. Der Begriff ist in aller Munde. Kannst du uns erklären, was ist für dich Fake News aus deiner Sicht? Ich muss vielleicht zuerst mal sagen, der Begriff ist ja eigentlich ein Kampfbegriff von Donald Trump. Und ich bin sehr sparsam mit dem Begriff, weil er tut eigentlich uns Medienschaffenden in eine Ecke stellen, wo ich nicht sein will. Was natürlich damit gemeint ist, ist, dass wir Zeug auslösen, Zeug falsch darstellen und halt wirklich. Ich glaube, was Donald Trump damit gemeint hat, ist, dass seine Gegner aus ideologischen Gründen Sachen falsch darstellen. Es ist nicht unbedingt das Erfinden. Also der Klaas Relotius, der hat nicht Fake News gemacht in dem Sinn. Wenn man sich die Schweiz holt, haben die Schweizer Medien ein Problem mit dieser Art von Fake News? Also ich lese... Also das ist ein zunehmendes Problem. Ich lese relativ viel, also nein, nicht relativ viel, aber ich sehe schon Sachen, die zum Teil falsch dargestellt wurden. Ein Beispiel, das ich auch schon öffentlich darüber geredet habe, es ist im letzten Jahr um eine Änderung gegangen im Waffengesetz. Und in dieser Änderung ist es vor allem darum gegangen, dass Firmen, die Sachen wie Radargeräte exportieren wollen, dass sie eine Bewilligung machen können. In den Medien hat man dann aber über Handgranaten und Sturmgewehr geredet. Und Handgranaten und Sturmgewehr sind eigentlich von dem gar nicht betroffen gewesen. Aber es ist eigentlich einfacher zu sagen, um was es geht. Aber tötende Waffen sind nach wie vor verboten in den Export. Und ich glaube, dort, das ist für mich ein Bereich, wo wir wahnsinnig aufpassen müssen. Gerade auch, wenn es um eine politische Sache geht, dass wir redlich bleiben. Wir haben ja bald Wahlen und im US-Wahlkampf, das wissen wir, sind Fake News ja vor allem ein Phänomen der sozialen Medien gesehen. Parteien bei uns haben jetzt angekündigt, sie wollen jetzt auch mehr über soziale Medien mobilisieren. Könnten wir ein Problem mit Fake News bekommen in der Schweiz? In den sozialen Medien. Also, was interessant ist in Amerika, ist natürlich der Donald Trump, der wirklich sehr viel selber Lügen verbreitet und das wird dann aufgenommen und wird diskutiert. Was ich gespannt bin, wo die Politiker das angetönt haben, ist, ob in der Schweiz die Leute wirklich auf die sozialen Medien gehen. Was ich sehe, ist, dass momentan sind vor allem Politiker und Journalisten, Journalistinnen und Politikerinnen auf den sozialen Medien. Und ob das dann wirklich quasi auf die grosse Wählerschaft überschwappt, das weiss ich nicht. Ich glaube, dass Kontrollinstanzen in der Schweiz, die sind wahrscheinlich noch grösser. Es ist ein überschaubares Land auch. Ich glaube auch mit dem Föderalismus, wo ja sehr viel im Lokalen entscheidet wird. Ich habe nicht so Angst, dass das ein Problem wird in der Schweiz. Du hast schon vorhin von Donald Trump geredet. Ein Kapitel in deinem Buch heisst «Droge Donald». Tatsächlich scheinen die Medien, aber auch Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie nicht genug fast zu bekommen von dem Phänomen. Warum ist der Donald Trump eine Droge?
Der Donald Trump ist eine Droge, weil er eine Sprache redet, die aufregt und er quasi im Sekundentakt immer wieder etwas Neues bringt. Und es langt eigentlich gar nicht, das, was er sagt und auch die skandalösen Sachen, die er sagt, sich mit denen zu beschäftigen, weil er sagt gerade wieder etwas Neues. Also er tut quasi den permanenten Reiz aufrechterhalten. Und wegen dem habe ich das Gefühl, er ist tatsächlich eine Droge. Wir können nicht genug bekommen von Donald Trump. Und ich kann mich erinnern, auf der Blick-Redaktion sind einmal Kollegen gekommen von den Online-Medien und gesagt, hey, was hat er wieder Neues gemacht? Was hat er wieder rausgelassen? Wir brauchen wieder eine neue Donald Trump-Geschichte. Und alle sind begeistert gewesen, einfach den anzuschauen. Donald Trump ist ja unter anderem auch gewählt worden, weil Cable Networks, also Kabelkanäle, die haben all seine Reden übertragen. Und die haben einfach eine hohe Einschaltquote gehabt. Einfach weil man dem Typ, weil er so komplett, das ist letztendlich ist der Donald Trump ein Entertainer. Und wir schauen einfach gerne Entertainer. Ist das ein Phänomen, das man vielleicht in der Schweiz unterschätzt, dass der Donald Trump so erfolgreich ist und gewählt worden ist, dass man eine andere Perspektive muss einnehmen muss, die amerikanische Perspektive, die wir hier in der Schweiz gar nicht nachvollziehen können. Für mich gibt es eigentlich eine interessante Perspektive von Trump. Also der Trump ist komplett unterschätzt worden in diesen Bubbles, also in diesen Blasen in New York, in Los Angeles und Washington. Die sind dort gehockt. Und Donald Trump ist ins Landesinnere gegangen. Der hat mit den Leuten geredet, die das Gefühl hatten, sie haben eigentlich von Obama nicht profitiert. Und für die war Hillary Clinton einfach eine Weiterführung von Obama. Und ich glaube, ein ähnliches Problem gibt es auch in den Schweizer Medien. Und zwar gibt es so die Wasserköpfe der Medien, das ist vor allem Zürich, oder, wo die elektronischen Medien sind, aber auch die drei grossen Verlage oder die zwei grossen. Und die drei grossen. Man muss aufpassen, glaube ich, als Journalisten, dass wir vergessen, dass es noch etwas anderes gibt als Zürich in der Schweiz. Und dass das Und was dort für Probleme sind. Ich glaube, das ist für mich eigentlich das Ziel auch in diesem Wahljahr als Journalist, dass ich möglichst möchte, an diese Orte hergehen und außerhalb von Zürich. Ich habe das auch in New York immer gemacht. Ich habe sehr wenige Geschichten gemacht in New York. Ich bin immer ins Landesinnere gereist, weil dort ist das reale Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was man von der Trump-Wahl muss lernen muss. Man muss hergehen zu den Leuten. Deine Einschätzung wird wieder gewählt dann? Donald Trump ist schwierig zu sagen. Also, es kommt ein bisschen darauf an, wer gegen ihn antritt. Und es kommt eben auch darauf an, was die Leute im Landesinneren das Gefühl haben von ihm. Wenn die glauben, er hat ihr Leben tatsächlich verbessert, dann wird er wieder gewählt. Es gibt bei den Demokraten eine Kandidatin, die ich interessant finde. Das ist Kamala Harris. Und das ist Senatorin von Kalifornien. Und die hat bis jetzt eigentlich interessante Sachen gesagt. Sie hat zum Beispiel Banker angegriffen. Und meine Meinung nach ist, dass der Trump gewählt worden ist, weil der Barack Obama die Banken zwar gerettet hat nach der Finanzkrise, und da haben ja sehr viele Amerikaner ihr Häuschen verloren, aber die Banker nie ins Gefängnis da hat. Und das war so eine Wut gewesen, weil quasi niemand dafür hat müssen zahlen. Und Kamala Harris hat bei ihrem Auftritt quasi über die Gier der Banker geredet. Und das habe ich interessant gefunden. Letzte Frage, Peter, was ist dein nächstes Projekt? Ich habe einmal ein Buch geschrieben, das ist noch nicht ganz fertig, und zwar ist es eine Aargauer Geschichte. Mein Schwiegervater hat mir einen Mordfall aus seiner Jugend erzählt, in Baden, aus den 50er Jahren. Und die Geschichte hat mich so elektrisiert, dass ich die Akten bekommen und ich habe dann die bekommen und habe den letzten Sommer im Staatsarchiv Aarau verbracht und habe jetzt aus diesen Akten eine unglaubliche Geschichte gelesen und werde die Geschichte in Form von einem Tatsachenroman verfassen. Das heisst, alles, was dort in dem Buch steht, stimmt, aber ich schreibe das möglichst süffig. Da sind wir gespannt. Peter, herzlichen Dank, dass du auf die Hoffnung gekommen bist für das Gespräch. Ganz viel Glück mit deinen weiteren Projekten. Danke dir. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beim ZT-Talk dabei sind. In einer Woche sind wir natürlich wieder da, dann mit dem Felix Schöndli, interministrischer Verwaltungsratspräsident vom Kantonsspital Aarau, wo auch Zofingen dazugehört. Und wir fragen ihn, was es denn mit deren Integration von Zofingen auf sich hat. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Herzlichen Dank. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami.
Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich.